Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir über das Spiel Projekt Wunderwaffe. Vor 1,5 Wochen, glaube ich, auf Steam erschienen für nicht ganz 13 Euro. Ja, was beinhaltet das Spiel? Basenbau unterirdisch, um eine Wunderwaffe zu erschaffen. Ihr spielt auf Seiten der Deutschen. Bin ich natürlich mal gespannt, welche Wunderwaffe ist es, die V2? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, es findet unterirdisch statt. Es soll Angriffe der Gegner geben. Bin ich gespannt. Wir werden uns jetzt das Ganze mal anschauen. So, willkommen in der Basis. Du hast gerade die Möglichkeit erhalten, eine Wunderwaffe zu entwickeln. Ein in sich geschlossener, riesiger, unterirdischer Komplex, der als epische Festung fungiert, kann ohne dich nicht gebaut werden. Baue deine Basis und denke daran, dass du eine Waffe schaffst, die den Ausgang des Krieges beeinflussen kann. So, jetzt haben wir hier die Verwaltung. Kontrolliere den Vormarsch des Feindes und spare die Zeit, um das Projekt abzuschließen. Nutzung von Rohstoffen in Produktionslinien und anderen spezialisierten Strukturen. Die Lagerstätten befinden sich in unterirdischen unterschiedlichen Tiefen. Grabe in Faltgebieten, suche nach Kohle, Eisenerz, Kupfererz, Stein, Uran und Gold, während du dich durch den Untergang bewegst. Okay, hier oben haben wir das Menü. Die wichtigsten Informationen, Restzeit, die Anzahl der Tage, die bis zu einem Angriff auf deine Basis verbleiben. Das ist das, was ich nämlich erwähnt habe. Nordwestliche Front, südwestliche Front, Ostfront. 45 Tage kommt der Angriff. Anzahl der Arbeiter in der Basis, da haben wir 20 Stück. Wir haben 2000 Gold. Wissenschaftliche Erkenntnisse haben wir 50. Unser aktueller Stromverbrauch, aktueller Wasserverbrauch. Nächster Transport. Die Restzeit bis zum nächsten Rohstofftransport. Finde heraus, welche Rohstoffe in das Lager geliefert werden. Mit der Maus drüber. Okay, 400 Kilogramm Holz und 50 Meter Kabel bekommen wir. Was haben wir hier? Menü öffnen, schließen, bauen. Okay, das müssen wir uns merken. Kommandozentrale ist C. Forschungszentrum R. Das ist auch wieder alles so weit auseinander. Zoomen, auswählen, Aktion ziehen. Das ist ja klar. Für was brauchen wir eine Taschenlampe? Beginne mit dem Bau. Die für den Baubeginn benötigten Rohstoffe befinden sich in deinem ursprünglichen Lager. Stell sicher, dass die Basis über ausreichend Strom verfügt. Die Versorgung der Räume mit Wasser und Strom erfolgt über Tunnel und Aufzügen. Auch Rohstoffe werden transportiert. Platziere eine Wasserpumpe und einen Stromgenerator. Die Zeit wird knapp, es liegt alles an dir. Jetzt lassen wir gucken. Okay, also wir müssen einen Tunnel ziehen. Und dann können wir einfach hier in den Aufzug reinbatschen. Jetzt lass mal sehen. Gibt es da irgendwas Besonderes? Oh, hört mal hin. Das Wetter von außen, schön, schön. Halt, warum kann ich meine... kann meine Map nicht mehr bewegen? Hallo? Rechte Maustaste gedrückt halten. Ach, dann geht's wieder mit WASD. Ha, schaut mal das an. Sobald wir an den Kartenrand gehen, kann ich die Map nicht mehr bewegen, nur mit gedrückter rechter Maustaste und dann geht's wieder. Was haben wir hier überhaupt? Golderz, Kupfererz. Okay, dann haben wir hier Kohle. Das ist eigentlich so schön markiert. Da können wir rauszoomen. Ach, okay, das ist alles, was wir rauszoomen können. Finde ich dann ein bisschen sehr unübersichtlich. Also ich würde gerne weiter rauszoomen. Was haben wir jetzt für eine Taste gehabt? C. Okay, das werden wir halt noch nicht haben. Und F, Taschenlampe. Komisch. Also, wir bauen jetzt auf jeden Fall mal. Jetzt warte mal, wir sollen in den Tunnel bauen. Unsere Tür war hier, oder? Ja. So, machen wir mal so.
Ist ja blöd, wir sehen halt nicht mehr Arbeiter. Da haben wir unseren Aufzug. Also wir sollen eine Wasserpumpe bauen. Aber Strom haben wir ja nicht mal. Ne. Ich weiß nicht, bauen wir die Wasserpumpe hier oben hin? Dass wir jetzt da mal keinen Platz verschwenden. Ach, hat er auch gemacht. Das habe ich gar nicht gesehen. Du hast gerade deine erste Wasserpumpe installiert. Denk daran, den Wasserverbrauch in der Basis zu kontrollieren. Kümmere dich nun um die Stromversorgung und stell den Generator auf. So. 400 Strom. Da haben wir Strom. Ja, den bauen wir auch nach oben. Dies ist dein erster Stromversorgungsaggregat. Der Bedarf an Strom und Wasser wird mit dem Ausbau der Basis steigen. Und wenn du an allen Fronten dominierst, willst, oh, wir sind sicher, du schaffst das, musst du ein Kommandozentrum bauen. Jetzt warte mal. Okay, hier werden, achso, dort, wo die Räume ein bisschen länger brauchen zum Bauen, dort seht ihr auch Arbeiter. Jetzt warte mal, wir müssten ja eigentlich... Könnten wir jetzt hier noch nach oben bauen? Nee. Also nur da, wo hier eure Felder sind. Also ihr seht schon, das ist wirklich riesengroß. Und dort wäre mir einfach noch eine erweiterte Zoom-Funktion, wo wir noch verkleinern könnten, eigentlich lieber. Ich glaube, da kann man wirklich sehr, sehr schnell den Überblick verlieren. Warte mal, wir bauen jetzt hier nochmal Tunnel und hier einen Aufzug. Eine Wasserpumpe und ein Stromaggregat. So, sind wir hier auf jeden Fall schon mal gewappnet. Ja, wenn ich natürlich jetzt nicht schon zu viel ausgegeben habe, kann auch sein. So, Kommandozentrale. Es kann nur ein Kommandozentrum in der Basis sein. Ich weiß nicht, ob wir die dann gleich hier unten hinsetzen. Machen wir jetzt. So. Was ist... Ach so, das ist deine Kommandozentrum. Es kann nur eine geben, das haben wir schon gelesen. Die Rohstoffübersicht ist vollständig in deiner gesamten Basis integriert. An die Front schicken zeigt Details zu den Rohstoffen an, die sobald sie an die Front geschickt werden, einen Nutzen für deine Truppen bieten. Es ist an der Zeit, endlich zu wachsen. Baue ein Forschungszentrum und entwickle neue Technologien. Versuche dein Bestes zu tun, um dein Wunderwaffenprojekt abzuschließen. Jetzt warte mal, das war Baumenü, war ja auch mit B. Gibt es da eine Türe? Ja. Also könnten wir eigentlich hier durchgehen. So, großartige Arbeit. Die Wissenschaftler warten auf Befehle. Bekämpfe den Feind mit den tödlichsten Waffen, die du entwickeln kannst. Der Technologiebaum befindet sich genau hier. Starte dein Wunderwaffenprojekt. Es kann nur ein Forschungszentrum. Okay, also die Räume sind einmalig. Also man kann auf jeden Fall hier durchgehen, das passt. Unsere Werte sind hier oben. Auf jeden Fall immer Plus. Von daher ist es eigentlich relativ gut. Aktueller Stand des Fortschritts. Da haben wir noch 44 Tage. 40 Sekunden. Also kommt auf jeden Fall der hier gleich hier rein. Ja, ihr seht schon, solange wir nicht an den Rand gehen, können wir uns ganz normal bewegen. Aber es schaut auf jeden Fall schön aus, muss man sagen. Ah, jetzt sieht man einen Rauch. Ich habe schon gedacht, hier eine Dampflok ohne Rauch. Okay, das ist auch gebaut. Können wir irgendwas freischalten? Was brauchen wir hier? Lagerung. Kohle. Gold 50. Aha, wir sind erst die feindlichen Truppen in Angst und Schrecken versetzen. Was kostet das hier? 100 Gold. Also, dann machen wir das mal.
Ja, aber trotzdem ein bisschen schade, dass keine Arbeiter rumlaufen. Wenigstens ein paar Kisten runternehmen oder was weiß ich. Okay, das haben wir. Lagerung. Irgendwo gelagert werden. Lager haben wir doch. Die Moral ist extrem wichtig. Kümmere dich um deine Leute. Okay, da brauchen wir erstmal das Kupfererz. Ja, wir können jetzt sowieso jetzt hier erst das mit der Mine bauen oder die Produktion. Machen wir das mit der Mine. Können wir eigentlich gleichzeitig? Ne, immer erst eins. So, dann machen wir das hier noch. Also, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier weiterbauen können. So. Jetzt war da mal Infrastruktur. Das sind die Sachen. Unterkunft können wir noch nicht bauen. Das haben wir schon. Stromgenerator. Na, das brauchen wir eh nicht. Hä? Wir können aber eh noch nichts bauen. Ach so, hier geht es ja weiter. Kabelrohre, da müssen wir das entwerfen. Und hier haben wir unser Hauptlager. Also ihr seht, wir haben ja noch Kapazität. Da werden wir auf jeden Fall noch keins bauen müssen. Wandle diese Steine um. Nur auf diese Weise kannst du deine Militärbasis erweitern. Zementwerk. Da brauchen wir erstmal das hier. So, Mine. Jetzt bin ich gespannt. Wir brauchen. Was ist denn hier jetzt gebaut? Das war ich doch gar nicht, oder? Spindi. Also hier haben wir Stein. Jetzt darf ich mal ganz kurz gucken. Zementwerk. Wir brauchen aber die Mine. Also müsste ich ja normalerweise genau auf diese Felder hier bauen. Jetzt warte mal, jetzt bauen wir aber erstmal hier einen Tunnel. Unseren Aufzug. Schaut alles so unlebendig aus, finde ich. So, jetzt warte mal unsere Mine. Die setzen wir jetzt. Achso, drei Felder. Wie funktioniert eine Mine? Eine Mine zieht Rohstoffe aus jedem Gitterfeld, auf dem sie platziert wird. Wenn eine Mine auf mehreren Lagerstätten gleichzeitig gebaut wird, zum Beispiel Eisenerz und Stein, kannst du die Abbaureihenfolge im Minen mit verwalten. Hä? Achso, hier drüben. Plane die Standorte der Minen so, dass ihre Arbeit so effektiv wie möglich ist. Weise Arbeiter zum Beginnen mit dem Abbau. Ja, wir hätten halt hier oben auch nochmal Steine. Was wollen wir machen? Oh, da hätten wir Eisenerz. Jetzt warte mal, dann könnte man hier eigentlich einen Tunnel hinbauen. Und dort die Mine. Okay, jetzt müssen wir Arbeiter zuweisen. Bis zu 5 Arbeiter. Jetzt bin ich mal gespannt, ob jetzt hier welche runterkommen. Mal schauen, ob die jetzt von irgendwo hierher laufen. Nö. Das ist ja blöd. Also man sieht wirklich eigentlich so keine Bewegung. Schade. Machen wir auch mal 3 Arbeiter. Ja, die können Eisenerz hier abbauen und die hier Stein. Ah, ihr seht schon, 835 Kilo haben wir hier an Stein, 628 an Eisenerz.
arme Kohle. Ja, aber ich finde es schade, dass hier wirklich keine Bewegung herrscht im Spiel. Zementwerk. Jetzt ist natürlich die Frage, können wir nochmal eine andere Mini oben Beispiel hinbauen? Ich glaube, so müssen die ja... Jetzt machen wir es mal hier. Probieren mal. Vielleicht geht hier nochmal eine Steinmine hin. Vielleicht haben wir Glück. Aber haben wir halt dann zwei Felder eigentlich verschenkt, würde ich sagen. Aber arbeiten hier jetzt schon welche oder nicht? Wir können aber ehrlich gesagt auch die Minen... jetzt können wir es andrücken. Keine Rohstoffe zum Abbauen. Warte mal, ich wachse noch schnell und werde wandle Stein. Ja, aber müssen die jetzt nicht den Stein hier hochbringen? Oder sehe ich da jetzt irgendwas falsch? Ach so, hier seht ihr auch nochmal, wie viel zum Abbauen wäre. Da hätten wir gar nicht so viel. Das wäre halt noch gut. Mal ganz kurz gucken, Stein 31 Kilogramm, wenn hier die Zeit rum ist. Also werden die Steine gar nicht ins Zementwerk gebracht. So, fängt von vorne an. Jetzt muss man noch mal gucken, habe ich jetzt 31 oder 32? Also jetzt haben wir 32. Mal ganz kurz sehen. So, jetzt ist weg. Dann müssen wir jetzt... Doch, die bauen schon ab. Okay, Zug ist da. Ihr seht, die Türen gehen auf, aber es geht kein... Finde ich schade. Es laufen keine Arbeiter rum. Es ist wirklich... Wir haben überhaupt keine Bewegung hier im Spiel. Schade. Abbauauftrag, verfügbare Rohstoffe, Lagerung. Naja, entfernen wir das mal wieder. Jetzt warte mal, das sind doch halt die Arbeiter raus. Bauen wir unser Zementwerk. Oh, warum ist das jetzt so groß? Wieso war das jetzt so klein und jetzt ist es so groß? Was hat mich da... Ach, ich habe vielleicht eine Mine gebaut. Und kein Zementwerk. Sorry. Verwalte die Produktion. Rezepturen. Ist eine Rezepturauswahl. Wenn du eine Rezeptur wählst, fügst du sie der Liste der Produktionsaufträge hinzu. Die für die Produktion benötigten Rohstoffe werden automatisch aus den Lagern übertragen. Ja, ich denke mal schon. Die Produktion verläuft in der Reihenfolge, die du wählst, also plane ihren Verlauf sorgfältig. Die Produktion nach der Rezeptur wird so lange dauern, bis die dafür erforderlichen Rohstoffe aufgebraucht sind. Willst du die Produktivität maximieren, plane den Standort von Lagern, entwickle neue Rezepturen im Forschungszentrum. Also, da habe ich dann aus Versehen was Falsches angeklickt. Da habe ich schon gewundert, keine Rohstoffe zum Abbauen. Jetzt haben wir natürlich aber auch hier Platz verschenkt. Außer wir bauen natürlich hier noch ein Lager rein. Aufzug. Lager. Lagerung.
Achso, das ist eh noch gesperrt, weil wir die Lagerung nicht freischalten können. Da brauchen wir Kohle dafür. Tage haben wir noch bei unserem Angriff. Aber warte mal, Kommandozentrale. Lass ich mir mal ganz kurz hier gucken. An die Front schicken. Ja. Ja, jetzt bringen wir es halt einfach mal hier rüber. Wie können wir hier was auswählen? Wie funktioniert das denn hier mit an die Front schicken? Also hier sind wir ja im Plus. Essensrationen. Ja, vielleicht geht es jetzt hier am Anfang noch nicht. Müssen wir dann später nochmal probieren. So, lass mich mal ganz kurz hier reinschauen. Da müssen wir Arbeiter dazu bringen. So, kann hergestellt werden. Stein 20 Kilogramm, gebrochene Stein 15 Kilogramm. Lass ich mal ganz kurz schauen. Okay, jetzt arbeiten mal welche. Aber das finde ich trotzdem schon krass, ja. Dass weder in die Minen du irgendjemand siehst. Da haben wir auch einen Tunnel. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier einen Aufzug reinhauen. Das machen wir jetzt mal. So, wir brauchen auf jeden Fall Minen. Hier haben wir Kohle. Stein. Da haben wir Kupfererz. Also müssten wir eigentlich hier. Unseren Aufzug noch eine Etage weiter. Mine. Für Kupfererz. Jetzt mal warten, vielleicht muss erst der Tunnel fertig sein. Ja. Okay, dann können wir da auf jeden Fall Leute hinschicken. So, Stein und Kohle. Mir wäre jetzt eigentlich erstmal Kohle wichtiger. Also, bringen wir unseren Aufzug weiter. Unseren Tunnel. Da haben wir auch Kohle, aber halt nicht viel. So. Da brauchen wir Arbeiter 10 Stück. Jetzt machen wir mal 3. Ist auch fertig. Da machen wir auch 3. So. Jetzt sollen sie ja schon mal arbeiten. Lass mich da anschauen. Da sind wir auf jeden Fall noch im Plus. Ja, jetzt lassen wir die einfach mal produzieren, das ist ja egal. Macht das da was an unseren Werten? Nee. So.
So, was haben wir hier bei der Kohle? 405 Kilogramm. Was haben wir denn hier für ein Upgrade? Warte mal. Holz 60, Energiekabel. Vorgefertigte Wände. Brauchen wir welche? Ja, jetzt lassen wir hier einfach mal dauerhaft produzieren. Gebrochene Steine, da haben wir es, ja. Okay, Forschungszentrum. 20 Kilogramm Kohle, verfügbar haben wir 5. Jetzt müssen wir halt hier erstmal abbauen lassen. Ich denke mal, mit der Unterkunft werden wir unser Arbeiterlimit erhöhen. Müssen wir aber hier durchbauen. Wir haben hier wirklich schon viel zu viel Platz verschenkt. So, warte mal, jetzt machen wir das mal so. Aufzug. Halt. Ja, da könnte man ja nochmal notfalls Strom oder irgendwas hinbauen. Also lassen wir mal hier zwei Felder lieber frei. Machen hier unseren Aufzug. So. Halt. Ach, das ist ja blöd. Ich kriege ja gar... Nee. Können wir das hier nicht nochmal kaputt machen? Na. Wie können wir Sachen wieder entfernen? Warte mal, aktuelle Sabotage. Wo denn? Ah, hier oben. Aber, ja, spüre ich sie auf? Ach, hier unten. Ah, da muss man schnell sein. Also, wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Unzureichend Materialien. Was brauchen wir denn? Zement. Shit. Wir kommen jetzt mit unserem Wasser hier leider ins Minus rein. Wieso läuft denn hier nichts mehr? Da ist alles aus. Ja, warum können wir manche Sachen hier nicht wieder abbrechen? Ich kann hier meinen Aufzug nicht durchbauen, das ist blöd. Was haben wir hier? Gebrochene Steine. Kohle 15. Ja, jetzt machen wir mal die Unterkunft. Bin mal gespannt, ob wir da die Rohstoffe dazu haben, dass wir das auch bauen können. Aber wieso wird das hier nicht angezeigt? Meine Unterkunft. Da ist noch auf 0. Ach so, Unterkunft für Arbeiter. Ach so, Unterkunft freigeschaltet. Jetzt müssen wir die Unterkünfte für die Arbeiter bauen, Unterkunft für Soldaten. Alles klar. Also jetzt können wir erst welche bauen. Boah, unser Wasser ist auf 0. Es ging aber jetzt schnell weg. So, Unterkünfte. Ja, kriegen wir wenigstens hier rein. Sabotage. Alter, wenn ihr da ein Riesenfeld habt, wie wollten ihr das dann schnell finden?
So, Unterkunft für Arbeiter hat Level 1 erreicht. Ja, um 5 Mann gestiegen. Jetzt müssen wir aber trotzdem. Ah, jetzt kommt wenigstens auch mal ein bisschen Bewegung hier ins Spiel. So, wir bringen jetzt mal hier mehr Arbeiter rein. Hey, was ist mit dir los? Wo fliegst denn du hin? Warum ist denn der jetzt runtergefallen? Ja, da können wir ja keine Arbeiter einstellen. Warum steht denn ihr eigentlich nur hier rum? Ja, komm, jetzt machen wir halt mal hier schnell unsere Dinge hier voll. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die zum Arbeiten gehen. Es dürfte gar nicht sein. Es dürften nur noch 2 Mann ohne Arbeit sein. Warum jetzt der eine hier runtergefallen ist, ich kann es euch nicht sagen. So, was brauchen wir jetzt hier? Zement. Tja, wir brauchen neue Rezepturen. Schmelzen von Golderz, Gewehre. Ach so, vielleicht meinen die, dass wir nur Waffen oder was an die Front schicken können. Und nicht jetzt hier Nahrung oder sowas. Panzerteile. Schaut hin, Atombombe. Du kannst Rezeption erhalten, sind um zu Menge zu finden. Das brauchen wir. Brauchen unbedingt Wasser. Also, steht jetzt irgendwo noch einer rum? 2 Mann. Ja, da laufen viel zu viele rum. Normalerweise müssten die ja schon in der Arbeit sein. Ach so, was bleibt uns hier? Essensrationen. Schauen wir erstmal schnell wegen diesen Rezepturen. So. Zement. Jetzt machen wir das weg. Machen das hier ein. Wie viele Steine haben wir überhaupt im Lager? 9 Kilo. Und wie viel brauchen die? 15. Okay, Jungs, baut doch mal ab hier. Achso, wir haben schon die vollen Arbeiter. Das sind die vorgefertigten Wände. Jetzt machen sie. Okay. Und wir brauchen wie viel Zement? 20. Mal ein bisschen schneller machen. So, Wasser sind wir wieder im Plus, perfekt. Ja, aber das ist blöd hier, dass wir das hier nicht abbrechen können. Muss doch irgendwas geben, eine Abreißfunktion. Kommandozentrale. Ach, Zement können wir an die Front schicken. Okay, das ist natürlich auch blöd. Wir können entweder alles schicken oder. Ey, da hätten sie doch eine Funktion einfügen müssen. Dass man 5 oder 10 Kilo hochgeht, aber doch nicht gleich alles. Tja, wir können da nicht einmal den Tunnel hier drüber bauen. Jetzt verbinden wir aber erstmal schnell unsere Aufzüge hier wieder. Gibt es hier irgendwas zum Abbauen? Nee.
So, da müssen wir mal mit der Forschung weitermachen. Da haben wir unser Lager. Unterkunft für die Soldaten können wir eh noch nicht bauen. Ja, ich finde alle, das ist alles überhaupt nicht so schön erklärt. Das Tutorial ist für die Hauptdinger. Und warum jetzt hier ständig die Leute hin und her laufen und nicht bei ihrer Arbeit? Also, da wäre es mir lieber, wenn die Leute wirklich auf ihren Posten arbeiten würden, bevor sie hier blöd rumlaufen. Dann hat man das eine Problem, dass der eine hier runterfällt. Und ich denke, wenn wir angegriffen werden, haben wir eh verloren. Und was mich am meisten ärgert, ist, dass wir hier die Sachen nicht abreißen können. Jetzt warte mal, hast du das schon? Ja, das haben wir schon. Jetzt haben wir Stahlwerk, Produktionslinie. Bauen, herstellen, umwandeln. Dein Vorteil liegt in der Produktion. Waffenproduktionslinie. Warte mal. Ach, da müssen wir hier wieder rüber gehen. Waffenkomponenten, da können wir dann zu Pistolen. Müssen wir gerade mal schauen, wo wir hier irgendwo Gold. Ja, Gold ist bestimmt gelblich, aber. Boah. Müssen wir den Aufzug so schnell wie möglich hier runterbauen. Ja, und ich finde, das ist halt unübersichtlich. Wenn man jetzt größer machen könnte, könnte man wenigstens mal die Dinge hier schon runterbauen. Aber ich glaube, wir haben aber auch schon falsch begonnen. Das mit der Sabotage hätte man vorher wissen müssen. Ja, ich habe das rote blinkende Licht schon gesehen, aber dass ich da unten noch drauf drücken muss. Ich habe gedacht, wir müssen das nur mal finden, ne? Ja, ich würde sagen, für die ersten Einblicke reicht es erstmal, dass ihr das gesehen habt. Wie gesagt, es gibt ein paar Punkte, was ich schade finde. Und zwar, dass wir nichts mehr zerstören können. Also wir haben jetzt den Scheiß hier, was wir auch nicht mit irgendeinem Tunnel oder was überbauen können. Wir können zwar den Aufzug weitermachen, aber das bringt uns ja nichts mehr. Wir können nicht in den Tunnel hier rein. Tja, die Leute sind eigentlich nicht so bei ihrer Arbeit. Ja, hier im Zementwerk schon. Bei den Minen seht ihr überhaupt keinen. Die anderen laufen eigentlich nur blöd hier in der Gegend rum. Der eine hat einen Absturz hier nach unten gemacht. Ich weiß nicht warum. Beim Zug, die Türen gehen auf, Kisten werden weniger, ohne dass ein Arbeiter wenigstens nur mal hingreift und was rausnimmt. Also, das sind solche Sachen, finde ich alles ehrlich gesagt ein bisschen schade. Und jetzt müsste ich aber trotzdem mal gucken, gibt es hier ein Tutorial? Liste der Besten. Nee. Wir haben kein Tutorial. Also das war alles, was wir jetzt im Spiel gesehen haben. Und das ist schon krass so. Ja, also wir haben jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen reingespielt. Ihr habt es ja gesehen. Beim nächsten Mal, wenn wir anfangen, müssen wir es natürlich besser machen. Da müssen wir auch ein bisschen mehr unseren Freiraum nutzen und gucken. Ja, ich hoffe natürlich, dass es euch trotzdem gefallen hat und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge oder besser gesagt, ihr bleibt in der nächsten Folge dabei. Macht es gut, tschüss. We'll be right back.